Es gibt eine ganz konkrete Frage, die man hat bei uns. Also es ist so, dass wir beim Deutschen Eishockeybund jetzt in meiner Person als Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung uns ganz klar zusammen mit den Bundestrainern, allen Bundestrainern, Sportdirektor und so weiter, Fragestellungen erarbeiten, was ist wichtig bei uns, um was geht, wo wollen wir wissenschaftlich begleitet werden. Und anhand von dieser Fragestellung gehen wir dann auf Universitäten zu und sagen, XYZ, helft uns und schauen, was passiert, wo können wir Synergien schaffen. Das Schöne am Serviceforschungsprojekt ist, dass man tatsächlich ganz, ganz nah dran ist an den Sportlern. Das heißt, man forscht nicht nur, was auch sehr, sehr wichtig ist, um eine Grundlage zu haben, eine Basis, sondern man geht schon den Schritt weiter und man misst Dinge, aber man interveniert auch direkt und ist nah dran im Gespräch. Und das ist der große Unterschied, dass wir wirklich mit den Spielerinnen in den Kontakt gekommen sind, mit denen gemeinsam überlegt haben, was können wir denn jetzt wirklich praktisch anwenden, was hilft euch, was braucht ihr? Und das hilft ungemein. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, wie man am Anfang, wie der Spitzenverband mit den Universitäten kommuniziert, von Anfang an ganz klar Dinge feststellt, auch Anträge zusammenschreibt. Und das war einfach bei diesem Projekt jetzt immer so, im ständigen Austausch, okay, was macht Sinn, was macht weniger Sinn, wo kann die Reise hingehen? Ja, für mich ist es natürlich ganz spannend, weil wir sind keine Wissenschaftler oder in einem völlig anderen Bereich auch tätig. Das heißt, dieser Hintergrund, den die Experten da haben, das ist für uns auch ganz wichtig, um uns weiterzuentwickeln. Und wie schon gesagt, wir betrachten sie eigentlich als Erweiterung des Trainerteams, dass wir uns Experten reinholen, die uns da wirklich fachmännisch dann begleiten können, einfach Dinge abdecken, die wir einfach gar nicht leisten können. Das große Thema auch wieder, was wir formuliert haben, wo sieht man auch wieder aus den ganzen Reckmann-Studien und so, wo sind Riesen oder wo liegen große Potenziale bei der Erholung? Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man die Evidenz anschaut, gibt es zwei, nämlich Ernährung und Schlaf. Alles andere, Kaltwasserimmissionen, Auslaufen etc. pp., regeneratives Krafttraining, das ist alles gut, aber manchmal ist es mehr im Glaubensbereich. Ja, dem Menschen glauben ist ein Himmelreich, wenn er daran glaubt, ist gut und soll er machen. Das ist ein subjektives Empfinden, aber mit objektiven Messdaten ist das ganz, ganz oft einfach nicht zu belegen. Bei Schlaf und bei Ernährung ist das konkret anders. Da gibt es ganz klare Signifikanzen, um zu sehen, ah, okay, das hilft mir extrem. Also ist Schlaf eines der Dinge, die wir vorantreiben müssen, um das bestmöglich zu gestalten, um unser Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, wenn eine Spielerin gesagt hat, heute Nacht, da konnte ich nicht gut schlafen oder ich fühle mich echt körperlich erschöpft, dann hatte man direkt da ein Gesprächsthema. Konnte da selbst drauf eingehen, konnte die Physios mit einbeziehen, die Ärzte mit einbeziehen, die Bundestrainer, die Bundestrainerin, die Franziska Busch, die da sehr, sehr offen für war. Und das war eigentlich das schöne Paket daran. Und da sind wir wieder bei diesem Serviceforschung. Wir haben Forschung gemacht, das hilft auch weiter im Eishockey für die nächsten Jahre. Aber wir haben auch den Service, dass wir einfach den Leuten unmittelbar da eine Rückmeldung geben können und intervenieren. Und Schlaf, ja, man redet immer viel von Ernährung und Schlaf wird da oft ein bisschen, sage ich, stiefmütterlich behandelt oder leicht vergessen, und wo das eigentlich der wichtigste Punkt für die Regeneration ist. Das ist tatsächlich ja immer schwierig, gerade wenn wir von so Erholung, Beanspruchung reden. Und da ist das Schöne, dass wir da einfach unsere Rackman-Tools auch weiter nutzen können. Das heißt, wir haben die Kurzskala Erholung und Beanspruchung. Wir haben auch weiterhin den EBF, also den Erholungs- und Belastungsfragebogen. Wir haben Schlafprotokolle gehabt und wir haben das allerschönste Tool, den direkten Kontakt mit den Spielerinnen. Das heißt, dass auch noch das, was wir erheben, direkt rückmelden zu können. Und ihnen dann ganz gezielt zu helfen, passt auf das auf, hier habt ihr Potenzial, nehmt es mit. Es kostet nichts, es ist einfach, aber nicht leicht. Das ist immer der große, große Punkt. Das, was man eh schon weiß, das ist wichtig, das ist richtig und das muss man auch immer wieder korrigieren, ja, wenn das die kleinen Stellschrauben da enger fassen. Aber alles, was darüber hinausgeht, über dieses breite Wissen von, naja, Eistonne ist ganz gut, das ist was, wo man nochmal individuell drauf gucken muss, weil da kann man viel tun. Dann auch, was sagt uns das, was bedeutet das? Das ist für uns ganz wichtig, natürlich als Trainer, wenn man immer Ergebnisse und am besten irgendwie Handlungsempfehlungen haben. Und das können wir halt gar nicht herleiten. Wir können vielleicht fragen, aber was wir mit den Antworten anfangen, ist dann doch was anderes. Also es geht natürlich primär um Leistungsoptimierung, aber auch um Prävention. Wenn ich weiß, wie es mir geht und wann es mir nicht gut geht, dann können auch Sportler effizient reagieren, wenn es gerade kritisch wird.